Das ist ein spannender, unglaublich spannender, abwechslungsreicher Job. Noch viel abwechslungsreicher, als ich mir das vorgestellt habe. Es ist intensiv, aber es macht eine riesengroße Freude, jeden Morgen auf die Tafel zu kommen, morgen früh, wo am Abend spät heimzugehen. Für mich ist ganz wichtig, dass ich probiere, den Eisenbezirk gegenüber den anderen Bezirken zu positionieren, dass wir ganz klar zeigen, wo wir hin. Wir sind jemand, wir brauchen das. Das ist gegenüber anderen Bezirken. Also, wir haben sehr viele Sitzungen mit den Oberamtmännern, auch Konferenz von den Oberamtmännern. Aber dann ist es halt auch gegenüber dem Kanton, das Bedürfnis des Eisenbezirks zu vertreten und auch zu sagen, um auf den Tisch zu klopfen und zu sagen, so geht das nicht, wir müssen anders arbeiten, dass wir da vorwärts kommen. Es ist ganz schwierig, eben ging erreichbar zu sein. Und ich finde es wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, wo man sieht, in dieser Stunde, in dieser halben Stunde, in diesen zwei Stunden, bin ich für niemanden anders da als mit den Personen, die ich abgemacht habe. Das ist natürlich ganz wichtig, mit der Familie die Zeit können zu verbringen. Ich probiere jetzt, dass ich, wenn es irgendwie geht, einmal pro Tag mit ihnen essen kann. Sei das am Morgentisch zusammenhocken, am Mittagstisch oder am Abend. Es geht natürlich nicht gegen, aber normalerweise kann ich das machen, dass ich mindestens einmal im Tag mit der Familie zusammenhocke. Und ich finde es ganz wichtig, die paar Minuten intensiv zu genießen, weil das braucht es, dass man den Alltagsstress, der halt auch hier, der Druck, der hier ist, kann prestieren und mit dem gut umgehen kann. Der Oberamtmann hat ganz, ganz viele Verwaltungsaufgaben. Wir sind ja zuständig, für Baubewilligungen zu machen. Wir stellen Patente für Feste ausstellen. Wir haben Hundebärme, die wir machen müssen. Fischereipatente, Jagdpatente, Strafbefehle die wir hier verwalten. Also, das sind ganz, ganz viele verwaltungstechnische Aufgaben. Aber dann gibt es auch eine Teil, die man den Bezirk tut, gegenüber dem Kanton, gegenüber anderen Bezirken verteidigen, positionieren. Und mit den Gemeindeverbänden kann man den Bezirk probieren zu entwickeln. Sagen wir mal, das sind sicher 20% der Aufgabe, die ich habe. Ich habe das Gefühl, das ist die beste Entscheidung, die ich in meinem beruflichen Leben gemacht habe. Es ist, wie ich es vorhin schon gesehen habe, ganz, ganz eine schöne Arbeit. Es macht eine ganz grosse Freude, jeden Morgen hierher zu kommen. Und es ist keine Sekunde langweilig.